Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Book of Shadows. Wir stehen mal wieder vor einer Entscheidung und ich entscheide mich jetzt erstmal dafür, versteckt zu bleiben, statt zu versuchen zu fliehen. Ich werde mich weiter verstecken. Es wird bestimmt vorbeilaufen, da bin ich mir sicher. Es wird alles in Ordnung sein. Aber es dauerte nur einen Moment, bis diese Entscheidung zu mir zurückkehrte und mich biss. Also wahrscheinlich, dass es die falsche Entscheidung war. Mein Körper war plötzlich hinuntergezogen. Innerhalb eines Momentes, ohne zu wissen, was gerade geschah, war ich wie an die Stelle gebunden. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war, als wäre ein riesiger Felsbrocken auf mich draufgefallen. Und er würde jetzt auf meinem Rücken verweilen. Ich versuchte, mich zu bewegen und es, was auch immer da auf meinem Rücken war, herunterzuzwingen. Aber je mehr ich mich bemühte, umso schwerer wurde es. Und noch schlimmer. Es fühlte sich an, als würde es langsam seinen Weg zu meinem Kopf hochkriechen. Als hätte es vor, sich vor meinem Gesicht, ja, dann hinunterzulassen. War das eine Person? Rate wer? Es war eine weibliche Stimme. Es hörte sich an, als würde sie wie aus den Tiefen der Hölle kommen. Ich versuchte gewaltsam, sie loszuschütteln. Ich wollte sie von mir runterhaben. Sollen wir gemeinsam Fangen spielen? Mein Sichtfeld wurde rot. Oder so fühlte es sich zumindest an. Wer auch immer auf meinem Rücken war, hatte seine rasiermesserscharfen Fingernägel in meine Augen getan. Also, oh mein Gott. Ich fiel sofort in mir zusammen. Der Schmerz war sofort da und kaum auszuhalten. Ich konnte meine Position nicht mehr halten. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, außer auf diesen Schmerz. Meine Augen, meine Augen! Böse Kinder müssen bestraft werden. Der Schmerz zuckte durch meinen Kopf in Wellen. Es war unbeschreiblich, unvorstellbar. Ich konnte nicht mehr länger. Mein Bewusstsein verabschiedete sich und ich war fort. Ich würde niemals exakt wissen, was mit mir geschehen war. Aber vielleicht war das auch besser so. Na, dann war das wohl ein Bad End, huh? Oder ein Wrong End. Ja, ein Wrong End. Na gut, dann nehmen wir halt das andere. Soll mir recht sein. Dann nehmen wir halt das andere. So. Ja, wir wollen speichern. Und ja, wir wollen überschreiben. So. Dann werden wir diesmal also versuchen, lieber abzuhauen. Das finde ich auch an sich eigentlich auch die bessere Idee, muss ich sagen. So, dieses hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, genau, wir trauen uns. An einem Ort zu bleiben für zu lange Zeit war quasi eine Einladung für Ärger. Also atmete ich tief ein und kriechte hinaus, so leise wie ich konnte. Aber fast sofort fühlte ich etwas. Etwas Langes und Dünnes hatte mich, was, getroffen? Auf der Rückseite meines Kopfes? Oder vielleicht ist Treffen, also ich glaube, sie meint das so, nicht das richtige Wort. Da war so ein bisschen Stärke hinter gewesen, aber es war kein harter Schlag gewesen. Eher als würde jemand versuchen, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ist das ein
Holzstab? Oder nein, ist es ein Finger? Ich wusste, dass ich das, was ich sehen sollte, mir nicht gefallen würde. Aber ich musste mich dem stellen, also drehte ich mich um. Und da über mir war... Ist noch jemand hier? Geh nach Hause, Kind. Eine Figur starrte mich an. Von dem Podium aus. Mit einem langen Finger, der auf mich gerichtet war, auf mein Gesicht. Ich erkannte diese Person sofort. Es gab keinen Zweifel. Das war die seltsame alte Dame, die vorhin gestorben sein sollte. Ich hatte solche Angst. Ich kroch, also beziehungsweise ich stolperte den Rest des Weges aus dem Podium heraus und stand auf. Ein Geist! Da war wirklich ein Geist in dieser Schule. Mein Atem war unregelmäßig und mein Herz pochte so hart, dass ich dachte, es würde gleich explodieren. Ich arbeitete mich durch alle Schreibtische, die mir im Weg standen. Und ich rannte so schnell ich konnte zur Klassenraumtür. Aber das war... Also, aber weiter kam ich nicht. Was ist denn los? Da, in dem offenen Türrahmen, war dieselbe alte Frau. Und sie... hatte so einen blauen Schein um sich. Das war die Quelle des Lichtes, das ich vorhin durch das Fenster gesehen hatte. Aber wie in der ganzen Welt war sie zur Tür gekommen, bevor ich dort war? Ich hatte das Gefühl, ich begann zu hyperventilieren und versuchte, mich zu beruhigen und meinen Atem zu beruhigen, während meine Augen wild durch den Raum suchten. Ich musste hier jetzt raus, so weit weg von diesem Ort wie möglich. Wenn die vordere Tür blockiert ist, dann kann ich vielleicht durch die Hintertür. Hä? Gab es vorhin schon eine Hintertür? Das war doch die ganze Zeit das Problem, dachte ich, dass es nur eine Tür gab. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach so, aber wenn ich das tue, dann kann ich die Schule nicht verlassen, ohne an ihr vorbeizulaufen. Sie würde mich niemals vorbeilassen, aber ich muss etwas tun. Ich biss mir auf die Lippe und scannte weiter den Raum. Etwas, wenn ich nur etwas hätte, mit dem ich zurückkämpfen könnte, also mit dem ich mich verteidigen könnte. Ich hatte keine Zeit, da genauer drüber nachzudenken. Ich musste einfach nach etwas greifen und hoffen, dass es klappt. Es gab zwei Sachen auszuwählen. Und ich musste eine meinem Impuls entsprechend auswählen, bevor es zu spät war. OMG! Halt! Halt! Nein! Ich weiß nicht, ob das von der Zeit abgeht. Scheiße. Bestimmt geht das Speichern von der Zeit ab. Oh mein Gott! Scheiße, ich habe keins ausgewählt. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Ah! Als ich hinübersah, hielt der Geist der alten Frau die Hand aus der anderen Seite des Türrahmens. Hey, ist die Tür jetzt offen oder ist das Bild jetzt nur falsch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. From the other side of the doorframe. Sie versuchte wirklich, mich zu fangen. Ich war nicht einfach nur paranoid. Sie würde mich töten und mich in einen Geist verwandeln. Genau wie sie. Ich war überzeugt, das musste Yoshie sein. Die Lehrerin aus dieser urbanen Legende. Ich hatte das plötzliche Gefühl, als würde mich jemand am Hals greifen. Also hier. Begleitet von einem unangenehmen Geräusch. Gott! Sie hatte mich wirklich am Hals gepackt. Ich konnte nicht atmen. Auch wenn sie alt und schwächlich aussah, war sie unfassbar stark.
dich. Nein! Sie griff so fest nach mir, dass es ihr gelungen war, mich vom Boden zu heben. An meinem Genick. Ich konnte ihre dünne, knochige Hand in der Peripherie meines Sichtfeldes sehen. Und ich spürte, wie diese Hand schnitt in meine Trachea. Das scheint wohl irgendein Teil des Halses zu sein, aber so gut kenne ich mich nun auch nicht aus. Hielt diese Hand mich wirklich in die Luft gegen meinen Willen? Nur an meinem Genick? Ich konnte nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich war wie eine Puppe an einem Seil. Gefangen. Mit einem plötzlichen Knacken. Oh Gott, okay. War mein Sichtfeld plötzlich um 90 Grad gedreht und alles wurde blutrot. Oh Mann. Genau wie ich. Oh nein! Das ist die Wrong-End-Folge. Okay, oh scheiße. Ich habe jetzt natürlich super knapp gespeichert. Ich muss mal gucken, ob ich ganz schnell drücken kann. Nehmen wir einfach das erste. Hoffentlich klappt das. Wrong-End 4. Ja. Da müssen wir ja bald alle Wrong-Ends hier haben. Meine Güte. Da kann ja viel schief laufen. So. Okay, ganz schnell muss ich drücken. Ganz schnell drücken. So. Okay. Ah, okay. Oh, geil. Okay, wir haben jetzt den Besen. Ein Besen aus dem Reinigungsschränkchen. Das könnte funktionieren. Vielleicht konnte ich sie damit wegscheuchen. Das war zwar ein bisschen weit hergeholt, aber das war wohl besser, als einfach rumzustehen und erwischt zu werden. Dosio! Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ah! Als ich hinübersah, hielt der Geist der alten Frau seine Hand hinüber. Oh, das hatten wir ja schon. Sie versuchte wirklich, mich zu erwischen. Ich war nicht nur paranoid. Sie würde mich töten und mich in einen Geist verwandeln. Ich war überzeugt, das musste Yoshi hier sein. Oh! Ich konnte keine weitere Zeit verlieren. Ich ging durch die Hintertür des Klassenzimmers zum sicheren Ende des Flures. Ich rannte so schnell ich konnte und hoffte, am Rücken des Geistes vorbei zu fliehen. Es war keine Überraschung, dass zu versuchen, vor einem Geist zu fliehen, nicht klappen würde. Der Geist sah mich und bewegte sich unglaublich schnell, um mich abzufangen. Stopp! Aus einem Impuls heraus, oh Gott, benutzte ich den Besen und stach ihr damit ins Auge. Nimm das, dachte ich. Aber mein Moment des Mutes war nur kurz. Scheiße, der Besen zersplitterte sofort in 1 Million Stücke. Wenn meine Attacke irgendetwas erreicht hatte, dann nur, dass sie jetzt noch böser war. Oh oh. Ich hatte das plötzliche Gefühl, als würde mich jemand am Hals packen. Okay, das hatten wir. Ich konnte nicht atmen. Hey, hab dich. Okay, ich glaube, das wird das Gleiche sein, oder? Ja. Okay, ich werde mal durch. Das ist schon wieder das gleiche Wrong End. Ja, gut, dann müssen wir wohl das andere nehmen, oder? Also nicht den Besen, sondern ich habe so schnell gedrückt, weil ich dachte, wir hätten nur 50, keine Ahnung, Millisekunden Zeit. Aber anscheinend haben wir mehr Zeit. Okay, das haben wir ja schon. 9 muss nicht sein. Das haben wir schon. Das Wrong End 4. So, dann nehmen wir das andere. Ich weiß überhaupt nicht, was das andere ist. Gucken wir mal. Jetzt bin ich ja gespannt. Um was es sich überhaupt handelt.
Salz, das kann helfen. Das sieht aus wie übriges Salz von einem alten Chemieexperiment. Ich hörte, dass Salz benutzt wurde, um Reinigungsrituale zu vollziehen. Also dachte ich, wäre das eine sinnvolle Wahl. Okay, das nehme ich mit. Super. Das Salz tat ich in meine Tasche. Als eine Art beschützender Charm. Ich habe Angst, aber tja, los geht's. Okay, das hatten wir schon. Das ist wieder das Gleiche. Okay, wir gehen da hinten raus. Ich durfte keinen Moment verlieren. Wenn ich mich nicht beeilte, würde ich wahrscheinlich gar keine Chance mehr haben, etwas zu schaffen. Ich öffnete die Tür und begann zu rennen, so schnell ich konnte. Achso, genau. Über den Rücken. Ah, das würde wohl nicht... Ach, scheiße, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Komm nicht näher. Okay. Ich holte die Tasche aus Salz, also die Tüte aus Salz. Und dann schmiss ich das ganze Ding direkt in das Gesicht der alten Frau. Keine Ahnung, sie leidet. Jetzt ist meine Chance. Ich rannte den Flur hinab, so schnell meine Beine mich trugen. Und schaute kurz über meine Schulter, um zu bestätigen, dass der Geist immer noch seine Probleme da hatte. Ich rannte einfach weiter den dunklen Flur. Mit nichts außer Adrenalin und tödlicher Angst, die bewirkten, dass ich weiter rannte. Ich kam zu den Treppenstufen am Ende des Flures und rannte wild zur ersten Ebene. Ich würde auf jeden Fall lebendig aus diesem Gebäude herauskommen. Stopp! Endlich, immer noch unter Topspeed, kam ich zur gefensterten Tür, die nach draußen führte. Also, die Tür mit Fenstern halt. Fast da, ich bin fast raus. Zum Glück war der böse Geist noch nicht auf meiner Höhe angelangt. Er hatte mich nicht eingeholt. Es schien tatsächlich so, als würde ich in der Lage sein, zu fliehen. Ich würde das hier vielleicht überleben. Ich habe es geschafft. Ich griff nach dem Türknauf und versuchte, daran zu ziehen. Hä? Nein, nein, es geht nicht auf. Wieso? Ich bin so kurz davor. Bitte öffne dich. Ich bitte dich. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Diese schreckliche Frau wird mich... Nein, ich kann nicht zulassen, dass das geschieht. Aber was soll ich tun? Was kann ich tun? Oh, scheiße, das gibt es doch nicht. Oh, Gott. Nodata, was soll das denn heißen? Nein, was ist denn hier los? Jetzt ist sowieso die Zeit schon abgelaufen. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Ah! Ich hatte die Fähigkeit zu denken verloren. Es ging hier um Leben und Tod, aber mein Kopf schien bereits aufgegeben zu haben. Ich wusste, ich musste mich schnell bewegen, um zu überleben. Aber was auch immer ich für Optionen hatte noch vor einem Moment, war nun in den Äther verschwunden. Und ich hatte keinen Plan, was ich tun sollte. Der Weg nach draußen war direkt vor mir, aber ich hatte keine Macht, diesen Weg zu gehen. Ich hob meinen Kopf an, um zu sehen, ob der Geist inzwischen bei mir war. Und schnell fand ich heraus, dass sie bei mir war, ja. Ach, verdammt, ist schon wieder das hier. Kacke. Könnten aber da wenigstens nochmal ein anderes Ende machen, finde ich. Okay, aber zum Glück haben wir ja durch das Speichern dann trotzdem immer genug Zeit, um anscheinend das Richtige, also... Nicht das Richtige, aber das, was wir wollen, zu wählen.
Ich hoffe, dass es jetzt auch wieder so ist. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ich konnte gar nicht so schnell lesen, weil ich erstmal speichern wollte. So, schauen wir mal. Okay. Okay, super. Ich renne woanders hin. Ich habe keine Wahl. Ich muss weiterrennen. Ich muss einen anderen Ort finden. Oder vielleicht konnte ich mich irgendwo verstecken und damit Yoshi abhängen. Ich hatte kein genaues Ziel im Kopf. Mein einziger Gedanke war, überall, nur nicht hier. Nach circa 30 Sekunden fand ich mich im Flur des zweiten Stockwerks wieder. Da war ein Korridor, der außerhalb lag, der die beiden Gebäude der Schule miteinander verband. Und es war die erste alternative Fluchtroute, die mir einfiel. Natürlich war es von dem Außen, vom Äußeren zur Sicherheit abgegrenzt. Ach so, es ist eine richtige Wand. Also es war aber keine Wand, die so groß gewesen wäre, dass ich sie nicht sofort hätte überwinden können. Ich wollte nicht wirklich aus dem zweiten Stockwerk der Schule springen, aber ich musste es tun. Ich war mir sicher, dass ich den Fall zumindest mit kleinsten Verletzungen überleben würde. Ah, okay. Das sollte ich wirklich als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen. Aber jetzt werde ich erstmal versuchen, aus ihrem Sichtfeld zu verschwinden. Ich kletterte auf die Wand schneller, als ich für möglich gehalten hätte. Und ließ mich auf der anderen Seite wieder langsam hinab. Es war gerade groß genug, um mich hinzusetzen. Okay, ich glaube, mir ist nicht so ganz bewusst, wie das da gerade aussieht. Mein Rücken war zum Flur hin. Aber mein Aufenthaltsort musste für alle innerhalb der Schule vollständig nicht einsehbar sein. Okay, sie war also da an einer Stelle, wo man sie auf keinen Fall sehen konnte. Anscheinend hinter einer Mauer, aber sie schaute hinab auf den matschigen Boden unter ihr. Also war das schon Matsch da. Ich konnte wirklich nicht viel sehen. Das Äußere war vollständig dunkel. Es war so dunkel, es fühlte sich fast an, als wenn die ganze Welt in Schwärze getaucht wäre. Vielleicht sollte ich hier einfach bis zum Morgen bleiben. Ich meine, selbst wenn ich renne, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich erwischt werde. Ich öffnete das Mäppchen in meiner Tasche und holte den Stift heraus, den ich von Tsukasa erhalten hatte. Tsukasa, bitte beschütze mich. Dachte ich wirklich, dass dieser kleine, abgebrochene Stift ein beschützender Charm wäre? Tsukasa hatte gemeint, dass es mir Erfolg beim Test garantieren würde, aber nicht böse Geister abwehren würde. Trotzdem, es war besser als nichts. Ich griff danach und betete. Bitte beschütze mich! Ich flüsterte die Worte so leise, dass ich sie genauso gut nur mit dem Mund so hätte formen können. Aber das schien alles, was dieser verdammte Geist gebraucht hatte. Scheiße. Sie hätte lieber die Klappe halten sollen. Ich spürte eine Präsenz auf der Dings mit mir und war so überrascht, dass ich fast von meinem... hier, ich kann mir das gerade irgendwie nicht vorstellen, wo sie da sitzt. Nein, bitte, wieso tust du das? Jedoch, ich konnte sie dort nur spüren. Ich sah sie nicht wirklich und dachte für einen Moment, dass ich vielleicht einfach nur meine Fantasie wieder mit mir durchging. Aber dann spürte ich das schreckliche Gefühl von etwas, das sich um meinen Arm windete. Oh mein Gott! Du sollst nicht rausgehen. Bevor ich wusste, wie mir geschah, war da eine große, schattenhafte Figur, die hinter der Wand
hinter mir auftauchte. Und sie hatte mich in ihrem Griff. Sie war nicht viel mehr als eine nicht ganz auszumachende, flickernde Silhouette. Aber ich konnte ganz klar erkennen, dass sie ein kaputtes Genick hatte. War das eine andere Erscheinung? Ja, stimmt. Vorher war es ja die alte Frau und jetzt ist es hier. Ihre Finger zerquetschten meinen Arm mit unglaublicher Kraft und drückten durch die Muskelstränge und das Fleisch hindurch auf den Knochen. Nein! Wer? Was bist du? Tja, das werden wir in der nächsten Folge von Corpse Party Book of Shadows vielleicht erfahren. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt und ob das möglicherweise auch wieder nur ein Wrong End ist, aber das geht jetzt schon ganz schön lange. Und ihr könnt mir ja gerne mal, oh, jetzt bin ich ins Headset gekommen, in den Kommentaren erklären, wo zum Teufel sie da sitzt. Ich habe das nicht geraffelt. Sie saß draußen auf so einem Zwischengang, hinter einer Mauer, aber auf dem Boden mit Schlamm, also nicht Schlamm, aber so Erde. Hä? Wo saß sie denn da? Ich glaube, das war wirklich draußen, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja nochmal erläutern, wenn ihr wisst, wie das wirklich war. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.